So, back to the roots. Aha. So. Zu dumpfen Briten. Okay. Ja. Die Dinger hier. Das sind jetzt neue Kaktusse. Die wachsen auch wirklich so. Als diese Form halt, also die spawnen nicht so. Also natürlich, klar, die sind jetzt so gespawnt, klar. Aber wenn man die Dinger jetzt abfällt, dann bekommt man especially Samen. Ja. Bekommt man especially Samen. Also so stand es zumindest in dem Eintrag. Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wie war denn das? Hä? Hä? Ich habe mir doch gerade alle Privilegien dafür gegeben. Verarsche? Moment. Ach, das war von dem kreativen Modus, dieses. Dass man hier diese F9 und die Zoom-Taste benutzen kann. Ah, ja, okay. So, der Kaktus kommt erstmal weg. Keine Ahnung, wer der hier hingebaut hat, aber er sieht halt scheiße aus. Wenn das für irgendjemand die Wegemarkierung war, dann tut es mir leid. Aber ich bin gewillt, das Kaktus abzureißen. So, jetzt muss man nochmal gucken. Wie war denn das? Muss man da unten ein so ein Ding stehen lassen oder wie? Weil in dem einen in der Nachricht stand dran, dass man so eine besondere Samen von dem Ding bekommt und die pflanzt man ein und das sieht aus wie so ein ganz kleiner Kaktus, der aber auch schon diesen Dreizackform hat und der wird dann halt immer größer. So stand es da drin, aber irgendwie bekommt man nicht keine Special Samen davon. Oder das hier sind wir gerade nicht. Nö. Nö. Na gut, wir gehen erstmal in den Dungeon. Und dann gucken wir noch mal hier weiter. Wo war der jetzt überhaupt? Wir haben Dungeon. Ja, dann Dungeon. Dungeon. Hallo. Und da vorne. Ich bin sehr misstrauisch. Hä? Man kriegt keine Schmerzen? Okay. Ich bin irritiert. Jetzt bin ich noch mehr irritiert. Hä? Ist hier gerade irgendwie alles kaputt? Hä? Du musst doch Schmerzen bekommen. Okay. Ich glaube, ich habe mein Test kaputt gemacht. Gut, gehen wir in den Dungeon rein. Mal gucken, ob es hier Kisten gibt. Jawoll! Geil! Zum ersten Mal, dass ich in meinem Test, also in Vanilla meinem Test, eine Kiste sehe. Wow. Ich bin begeistert. Leck mich alle am Arsch. Da dachte ich schon, jetzt kommt die hypergeile Kacke. Dabei kam gar nichts. Hm. Ah ja. Hätte echt mehr sein können. Was ist. Achso, hier sollte wohl mein Treppen runtergehen. Doch dann haben sie gemerkt, dass Treppen zu teuer sind. Kommen wir wieder raus? Ja. Hier auch. Hier ist auch so eine. Wow. Wow. Also dieser Spawn-Algorithmus von den Dingern ist noch nicht ganz ausgeglichen, ne? Kann das sein? Hier ist auch noch so ein Ding. Ist auch nichts weiter drin. Ne? Und unsere Fackeln sind leer. Wow. Kommt der denn da rein? Ist uns gefolgt. Hm. Auf dem Server ist ja PvP nicht verboten, ne? Ach, der baut hier die Kackstifte. Ey, kack dich gleich bei der Arsch hier. Weg damit, sieht doch kacke aus hier. Du Jude. So viel zum Thema PvP ist nicht verboten.
Ah, Bäume sind gewachsen. Sehr schön. So. Das heißt, wir haben jetzt hier ein bisschen Holz. Ja, unsere Axt ist natürlich auch weg. Das ist natürlich sehr löblich. Müssen wir uns eine neue craften. Keine Ahnung, ob wir jetzt alles verloren haben. So. Halt da. Okay. Danke. So. Typ ist raus. Lol. So. Wisst ihr was? Eigentlich können wir uns ja gleich mal kurz mit dem anlegen. Scheiß das auf die Axt. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo der Typ war. Aber es muss ja irgendwo in der Nähe von unserem erkundeten Weg gewesen sein. Also hier irgendwo. Lang gelaufen, sind wir da hinten rüber gelaufen. Fuck. Fuck. Kommen wir nicht mehr rüber oder was? Doch, komm mal. Genau, hier waren die Kaktusse. Hier haben wir die Dinger abgebaut. Ich bring mal kurz ein bisschen von hier. Da vorne. Und keine Schippe dabei. Hä, der hat die Sachen gerade aufgesammelt. Idiot. Nice. Eigentlich wollte ich ihm die Sachen wieder abknüpfen, aber irgendwie hat er die Sachen gar nicht aufgesammelt. Kann das sein? Ah doch, manche Sachen hat er aufgesammelt. Scheiße. Na gut, Kaktus haben wir noch, unsere Settings haben wir noch. Oh, wir haben Knochen. Das ist aber nett. So, da oben noch das Kackding abbauen. Dann sieht das hier auch alles wieder ordentlich aus. Gut. Okay. Zurück zu den Dingern hier. Die wachsen viel gar nicht, habe ich das Gefühl. Hier ist auch eine normale Höhle. Oh, Sandmonster. Fuck. Hier gibt es ja Mobs. Stimmt ja, da war ja was. Aber hier wächst auch nichts. Also ich habe gerade echt keine Ahnung warum, aber irgendwie... Scheint das mit diesen Kaktussen auch nicht so zu funktionieren. Na gut, wir gehen erstmal wieder nach Hause, sind da mittlerweile ein paar Bäume gewachsen. Wir können aber auch einfach hier den Homebefehl benutzen. Blablabla. So, okay. Lange Rede gar keinen Sinn, weil da kann ich überhaupt nicht gebaut in der Aufnahme. Das ist sehr irritierend, wir haben keine Axt. Das ist noch irritierender. Wie ist das, wenn ich unser Brot hier schrie? Ja, haben wir schon reingetan. Ich dachte, das hat uns auch schon abgeknüpft. Gut, das heißt also, das Einzige, was wir wirklich verloren haben von den Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind, ist die Axt. Na gut. Ist verkraftbar, ich brauche Eisen. Und noch einen Stab. Zwei Stäbe. So, wir brauchen ein, zwei Eisen. Eisen, Bock, Eisen. So. Ach, jetzt weiß ich wieder, wofür wir die Wolle genutzt, gepflanzt haben. Und zwar für Rucksäcke. Fuck! Rucksack. Tasche. Ah, die große Tasche. Ja. Genau, da brauchen wir nämlich hier diese Kacke und da brauchen wir ganz viel Wolle. Und um Wolle zu bauen, brauchen wir wiederum ganz viel Wolle. Nein, ich brauche Wolle, du. Genau, da brauchen wir viel so eine Dinger. Wir brauchen also auf kurz oder lang eine ganze Menge Wolle.
Achso, ja klar. Eine Spitzhacke. Okay. Wer erntet bitte schon Spinnnetze mit einer Spitzhacke? Wer kommt auf so eine Idee? Hm. So, Holz. Hallo, da wird er wieder. Auf jeden Fall wissen wir schon mal, dieser Hello-Typ, der ist ganz schön kampffreudig. Ich meine, ich wollte ihn zwar auch in dem Moment irgendwie angreifen, aber irgendwie habe ich es dann doch verpatzt. Naja. Nicht weiter drüber nachdenken, sonst gibt es hier nur Trauer. Danke. Äpfel schaden nie. So, dann machen wir wieder ein bisschen Holz vor der Hütte. Danke. Danke. Oha, ein Apfel gedroppt. Drop the base. Ist da noch Holz? Ja, da ist noch Holz. Noch mehr Holz? Ja. Fusch am Werk hier. Alter, hier ist ja überall Holz. God damn it. Darfst du da keinem erzählen, ja? Da, da von Holz. Da von Holz. Holz. Oh. Da war mir gerade ein Baum im Weg. Den habe ich da mal weggefegt. So, ja. Gut, dann haben wir die Bäume hier auch gleich wieder alle abgeholzt. So. Okay, aber da vorne ist halt direkt der neue Baum gewachsen. Noch Holz. Oh, wow. Ronix, come to me. Okay. Da braucht einer meine Hilfe. Erstmal hier die ganze Kacke einsammeln. Ganzen Samen. Können wir die ganze Kacke wieder ein... Ups, scheiße. Wieder einpflanzen und dann gehen wir erstmal zu dem hilfesuchenden Spieler. Okay. Gut, haben wir alles. Da. Klappe hier. Ist ja schlimmer als auf deinem Großachsfeder. Nein. Hä? Ist das überhaupt richtig? Ja doch. Genau. Okay. Gut, dann gehen wir mal forwarding. Dabei essen wir gleich mal was. Wir sind nämlich schon am Verhungern. Upsala. Kommen wir darauf? Yay! Ach du Scheiße! Ja, das war sehr intelligent. Wir werden uns ja best gleich mal bei Äpfel begnügen. Während wir zu dem anderen Spieler gehen. So. Yay! Oh, was mache ich denn hier? Da, ich steppe hier. Ach komm, wir gehen mal hier direkt durch.
Dann wollen wir mal gucken, was der nette Herr Spieler hier von uns braucht. So. Der hat sogar komplette Rüstung an. Da machen wir einen kleinen Abstecher zu den netten Herren Kollegen von die Dynastie der dritten Generation. Boah, Alter, ich mag diese, ja, ein bisschen Abwechslung hier, sowas zum Beispiel. Ist halt ultra geil. Ich finde das schon nicht schlecht. Aber wir haben mittlerweile wieder volle Herzen, das ist sehr beruhigend. Vielleicht sollte ich mal mir selber mal mein Fast-Privileg nehmen. Ist hier immer ganz schön gefährlich, wenn ich hier irgendwelche Abhänge auch mal herunterstürze. Oh, das Loch! Da, Loch! Scheiße. Ich wollte gerade das reinzumachen, geht aber nicht. I'm crazy! Da bin ich! Vom Äpfel. Habe ich noch was zu essen dabei? Nee, nicht wirklich. Fuck. Ich dachte, er wollte mein Haus zeigen. Okay. Also auf Deutsch, für die, der deutschen Sprache nicht so richtig sind, hier ist die Taste hier. Er dann Menü öffnen. Ach da. Ronix kommt zu mir. Einen Moment bitte. Okay. Hi. Was brauchst du? Ich nehme auf. Es ist ein Let's Play. Oh, du kannst fliegen? Cool. Ja, ich bin der Admin. Walker. Das ist mein Let's Play Account. Willst du mein Haus sehen? Das ist YouTube. Ja, klar. Wo er sein Haus hat. Da kannst du das falsche Werkzeug benutzen. Er hat Erde verloren. Habe ich mal vorsichtshalber aufgenommen. Man kann ja nicht wissen, ne? Vielleicht braucht er noch. Oder ich. Gott, wo rennt ihr denn lang? Oh, ein Dungeon. Das ist die schwarze Blume, die wir vorhin gebraucht haben. Nice. Gibt es hier irgendwelche Sachen? Nee, keine Kisten. Schade. So, in dem Sinne, Ende der Aufnahme. Ja, wir werden uns dann vielleicht zur nächsten Folge wiedersehen, wo wir dann den anderen Spieler wieder verfolgen werden und mal gucken, was uns dann zeigen möchte. In dem Sinne, schau mit V.